Um das Bild zu Ende zu denken, morgen treffen Sie sich dann im Ring. Ich begrüße ganz herzlich Jena Quorn bei uns, eine geschätzte Kollegin. Von Ihrem, ich sag mal, familiären Background, wenn Sie an die Familie zu Hause denken, beispielsweise dort auf der koreanischen Halbinsel, mit welchen Gefühlen gehen die jetzt in diesen Tag morgen? Ja, also die Südkoreaner sind wirklich sehr, sehr gespannt, sind auch sehr hoffnungsvoll. Es ist zwar ein Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea, aber es geht ja im Kern um die Frage der Denuklearisierung. Also es geht um die Frage der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel. Und die Südkoreaner wissen einfach, wie wichtig es ist, dass dieses Treffen jetzt überhaupt stattfindet. Sie wissen, dass all die Sachen, die zuletzt in der Erklärung von Panmunjom beim innerkoreanischen Gipfel Ende April beschlossen und festgehalten wurden, dass die sich nur umsetzen lassen mit den Amerikanern zusammen. Das heißt, auch die Südkoreaner wollen eine nuklearfreie koreanische Halbinsel. Auch sie wollen einen Friedensvertrag, der den Koreakrieg offiziell beenden würde. Und all das ist ohne die Amerikaner einfach nicht möglich. Und deswegen hat die südkoreanische Regierung jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen wirklich alles daran gesetzt, um diesen Gipfel zustande kommen werden zu lassen. Trotzdem, da spielen jetzt zwei Staatenlenker miteinander, wo Vertrauen, um es vorsichtig zu formulieren, relativ schwierig erstmal aufzubauen ist. Wie sehr glaubt die südkoreanische Bevölkerung und glaubt der Präsident Moon an Donald Trump, dass er tatsächlich diesen Knoten durchschlagen könnte? Ja, also Skepsis bei Nordkorea ist immer vorhanden, gerade bei den Südkoreanern. Das hat uns einfach die Vergangenheit gelehrt und Skepsis bei Donald Trump sowieso. Aber dennoch denke ich, ist das jetzt eine Chance. Die Südkoreaner wissen zwar, dass die Vorstellungen von den Amerikanern und den Nordkoreanern in Bezug auf Denuklearisierung sehr verschieden sind. Die Amerikaner fordern ja ganz klar eine CVID. Seit Tagen berichten die Südkoreaner über nichts anderes als über die CVID, also die Complete Verifiable and Irreversible Denuklearization, also die komplette, vollständige und überprüfbare Denuklearisierung. Das ist natürlich nicht die Vorstellung der Nordkoreaner. Das wissen auch die Südkoreaner. Die Nordkoreaner wünschen sich eine schrittweise Abrüstung. Und vor allen Dingen wünschen sie sich eine Sicherheitsgarantie, denn die größte Angst der Nordkoreaner besteht darin, dass sie von den Amerikanern angegriffen werden. Das ist die Grundangst der Nordkoreaner. Deswegen ist es jetzt sehr wichtig für sie, dass sie die Garantie bekommen, dass die Amerikaner sie nicht angreifen und einen Regimesturz erzwingen wollen. Wenn sie das morgen in einem Teilerfolg, in einer gemeinsamen Erklärung festhalten könnten, dann wäre das im Prinzip schon ein Teilerfolg, ein Beginn eines Prozesses. Sie haben eingangs über den Nord-Süd-Gipfel gesprochen, den es gab. Waren Sie sehr überrascht, welche Rolle Kim da gespielt hat, wie weit er gehen wollte oder bereit war zu gehen? Sie haben das Misstrauen natürlich angesprochen, was ja über Jahre und Jahrzehnte auch nicht zuletzt wegen seines Vaters gewachsen ist, das Misstrauen. Wie weit trauen Sie ihm zu, dass er tatsächlich dafür bereit ist? Also die Bilder vom innerkoreanischen Gipfel im Grenzort Panmunjom haben wirklich bei den Südkoreanern sehr viel ausgelöst, sehr viel emotional. Es hat wirklich sehr, sehr viele Erwartungen überschritten. Also man hätte wirklich nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Aber ich denke, Kim Jong-un weiß, dass jetzt ein richtiger Moment wäre, das zu tun. Also quasi eine Annäherung auf der koreanischen Halbinsel zu erzielen. Das Momentum von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hält bis heute an. Es gab zwar jetzt in den letzten Tagen und Wochen Verwirrung, aber die Nordkoreaner wollten unbedingt diesen Gipfel jetzt mit den USA. Wir wissen ja, dass Kim Jong-un einen Tag, nachdem Donald Trump das Gipfeltreffen überraschenderweise abgesagt hatte Ende Mai, dass er das Gespräch gesucht hat mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in. Er wollte quasi von ihm beraten werden. Und das zeigt auch einfach, dass er jetzt diesen Gipfel will und dass er möglicherweise auch bereit ist, da Schritte zu gehen, die eine Annäherung angehen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Jena Quorn, für die Einschätzung an diesem heutigen, so wichtigen Vorabend vor dem ohne Frage jetzt schon historischen Gipfel.